die Frauen am virtuellen Brunnen. Wir sind im Ende März und wir möchten heute über Willenskraft und Selbstliebe sprechen. Wir sind im Moment zu viert, möglicherweise kommt noch jemand dazu. Und wie immer, Check-in. Nachdem ich da hier vor den Rosen sitze und dem Tiber, da fange ich gleich mal an. Die Rosen blühen noch nicht, das ist vor 2 Jahren ungefähr gewesen. Aber ich sagte gerade zu Monja schon, heute früh war ich wieder da unten am Tiber, habe das genossen wieder, den Spaziergang. Es kommen gerade dieses leichte Grün kommt jetzt raus aus den Bäumen. Ja? Das ist einfach wunderbar. Und das Wasser, wie das also langsam da so dahin schwebt, da sind 2 Enten aufgeflogen. Ich hatte ja 2 Hunde dabei, die fanden dann, fühlten sich vielleicht die Enten etwas bedroht, aber wunderschön, wunderschöner Platz, ich kann euch nur einladen. Ja, und dann gebe ich weiter an Monja. Ja, wir hatten in Wien heute 3-mal Schneesturm und dann wieder die Sonne und es war so nervend, weil ständiges Finster und ja, es ist kalt. Und eigentlich ja, sind wir froh, wenn wir nicht aus dem Haus müssen. Und ja, es ist eigentlich noch sehr Winter hier. Willenskraft und Selbstliebe, na, werden wir schauen. Ich gebe weiter an die Annalisa. Ja, bei uns ist es auch winterlich. Wir hatten heute ein paar Mal Schneegestöber. Ich hatte mich irgendwie innerlich schon ein bisschen auf Frühling eingestellt und die ersten Samen in die Erde getan, aber gleich am nächsten Tag hat es angefangen zu schneien. Also ich hoffe, dass sie es aushalten. Lass mich mal überraschen, ob da was wächst oder nicht. Genau, ansonsten bin ich momentan ein bisschen wechselhaft unterwegs, eben mit den Themen Willenskraft und Selbstliebe. Und das ist manchmal wie eine Achterbahnfahrt. Und gebe weiter an Martini. Ich komme aus Kritzendorf, Österreich, in der Nähe von Wien. Und ich freue mich, dass so spontan ein Thema entstanden ist. Und mit Wille und Selbstliebe. Wille und Selbstliebe. Ja, das ist immer eine Fansache, wenn wir uns selbst lieben. Eine sehr gute Übung, um sich selbst zu lieben, ist im Spiegel zu schauen und dich zu malen. Da kommst du auf viele schöne Sachen drauf. Und heute, so viel war ich nicht draußen, wohl ich bin ziemlich früh aufgestanden und dann bin ich so um 5 oder 6 draußen, habe ich wieder geatmet, um wieder frisch zu sein, weil ich musste auf dem Computer eine Liste machen mit aller Titulatur und alle von der Malerei und Datum und so etwas. Da war ich total steif, weil ein Computer ist nicht meine Sache. Und dann habe ich Übungen in der Früh gemacht. Da habe ich gedacht, was ist es doch schön, dass wir tagtäglich frische Luft haben. Und es ist so still in dieser Zeit. Also es war wirklich, die Übungen, die haben mir sehr gut getan. Und dann war ich wieder frisch und konnte ich wieder weiterarbeiten. Und so bin ich jetzt sehr müde, aber sehr froh, bei euch zu sein und mit euch dieses Thema besprechen zu können. Ja, danke. Dann geben wir weiter an Annalisa. Sie hat schon. Ich leite jetzt sozusagen das Thema ein. Ich wollte nämlich gerade sagen, Martini, du sagst am besten einen Spiegel vorstellen und dann malen. Also, was dann bei mir rauskäme, das würde sicher nicht zur Selbstliebe helfen. Da muss man schon jemand sein wie du, der das auch kann und was Schönes malen kann. Ne? Aber es gibt ja eine Übung, nicht? Da soll man sich, glaube ich, 20 Minuten in den Spiegel angucken und gucken, was so auftaucht. Aber ich wollte das eigentlich zu Annalisa geben, denn sie hat das aufgebracht, das Thema. Und ich möchte dir das gern übergeben. Und ja, wieso ist das ein Thema für dich und wie gehst du das an? Du musst dich entstummen.
Dankeschön. Es gab ungefähr vor 1,5 Wochen einen Tag, da war ich sehr, sehr deprimiert und dachte irgendwie, oh nein, ich kenne das sehr gut, depressive Stimmungen, und ich will nicht, dass es noch schlimmer wird. Ich muss jetzt dringend was unternehmen, dass es sich ändert. Und da kam mir dann die Einladung einer Freundin sehr zu Pass, die mir geschrieben hatte, es gibt gerade einen Online-Kurs zum Thema Willenskraft und mit reduziertem Preis vom Andreas Bernknecht, der macht viel mit binauralen Beats. Also ich hatte vorher schon ein bisschen von ihm gehört gehabt, und dann dachte ich mir, warum nicht, und ich stürze mich jetzt mal ins Abenteuer, Willenskraft ist nie verkehrt. Ich habe das Glück sozusagen, dass es die Aufzeichnung ist. Er hat den ersten, da wo meine Freundin teilgenommen hat, das war live, Online-Seminar, und ich habe den Vorteil, ich kann das strecken und muss nicht jeden Abend um eine bestimmte Uhrzeit da sitzen und den nächsten Teil anhören. Ich kann auch mal einen Tag Pause machen, oder wenn ich mittendrin das Gefühl habe, ich brauche jetzt was Zeit zum Verdauen, dann kann ich auf die Pause-Taste drücken und das einfach mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Ich hatte ursprünglich, also ich bin auf die Welt gekommen und die Hebamme hat gesagt, oh, die hat einen starken Willen. Und meine Mutter fand es sehr erschreckend, dass ein Kind mit starkem Willen auf die Welt kam. Und hat dann versucht, sehr viel Kontrolle auszuüben. Dazwischen dachte ich mal, oh je, mein Wille ist ziemlich schwach. Ich kriege gar nichts auf die Reihe oder nicht das, was mir wichtig ist. Und im Moment lerne ich gerade, dass man mit ganz kleinen Schrittchen sich tatsächlich was Gutes tun kann. Also sich etwas vornehmen, was einen schon lange nervt, und dann nur kleine Mini-Einheiten davon zu machen. Jeden Tag ein bisschen was, und es stärkt sehr. Tut mir gerade gut. Danke. Das finde ich jetzt spannend. Mit starkem Willen auf die Welt kommen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Prinzip, was unsere Eltern ja noch übernommen haben aus den früheren Zeiten, den Willen brechen. Ja? Und ich denke, das war, also zumindest meine Generation war das noch ein Prinzip. Ich würde sagen, ich bin auch, habe auch einen starken Willen, aber wenn du den nicht, ausbildest in der richtigen Art und Weise, dann kann das auch ein Hinderungsgrund werden. Und gerade wenn du da gesagt wirst, du hast einen starken Willen als was Negatives, dann versuchst du ja im Grunde, oh ja, ich will zwar, aber ich darf ja nicht und sowas. Ne? Und das kenne ich auch ganz gut. Und wenn du sagst, du warst ein bisschen depressiv drauf, ich denke persönlich, das hat damit zu tun, dass wir unseren natürlichen Willen nicht leben durften und der dann liebevoll hätte geformt werden können in Willen zur Selbstliebe. Stattdessen haben wir gelernt, Wille abschalten und Selbstliebe, no. Vielleicht lieber Selbsthass oder sowas. Also das ist meine Vergangenheit. Wie sieht es bei euch aus, Monja oder Martini? Ja, also alle Fotos aus meinem, wie ein Kind war, ein kleines Kind, sitze ich da und schmolle. So. Also wirklich, und ich war ein schlimmes Kind. Also das heißt, ich hatte auch einen eigenen Willen und der war sehr unerwünscht. Aber es ist wirklich lustig, also ich sitze da und schaue immer ganz grimmig in die Kamera. Heiter bin ich erst geworden, mit dem Alter allmählich dann. Also dann habe ich mir erlaubt, da bin ich drauf gekommen, dass ich sicher schon einen Willen habe, aber dass der nicht unbedingt brachial sein muss. Und dass ich, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, wann ich meinen. Ich habe auch den Asacioli einmal gelesen, ist der einzige, der über einen Willen geschrieben hat, soweit ich mich erinnern kann. Und das war sehr spannend. Also ich bin sicher auch mal meinen Willen suchen gegangen, aber dann habe ich schon gemerkt, es leitet mich ohne dies. Also wenn ich mitgehe, wo ich merke, dann ist es kein Problem. Also ich brauche da gar nicht am Tisch schauen oder sonst was. Ja, und jetzt also in der Früh stehe ich auf,
hacke mal die Nüsse für die Vögel und die Ashanti und lege mal, fülle mal das Vogelhaus und da kommen schon alle. Bis das Eichkatzel kommt und alles wegfrisst wie ein Staubsauger, da muss ich es wieder rausgeben, ein zweites Mal. Aber das ist mir auch ein Anliegen, vor allem jetzt, wo es so kalt ist. Woher das kommt, dass nur vom Familiennamen Frühwirt, dass wir also immer ein Wirtshaus haben für die Tiere draußen. Früher war es für Menschen, aber das ist etwas schwieriger derzeit. Also wir hatten immer viele Gäste. Und jetzt sind es eben die Tiere, die ich versorge. Also irgendwo, ich habe mit der Heidi vorhin auch gesprochen, also wie weit das also ein Seelenanteil ist, der da gelebt werden will. Da können wir mal auch einige Brunnen darüber machen. Andererseits, also merke ich schon, dass mein Solarplexus also immer sehr heikel war. Wir haben einmal beim holotropen Atmen, hat mir einer also dann da drauf gedrückt, ganz schrecklich. Also es ist sicher ein heikleres Gebiet für mich als zum Beispiel die Kehle, also das Sprechen. Ja, soweit das Erste, was mir einfällt. Martini, ich gebe an dich weiter. Ich bin sicherlich auch ein starker, habe sicherlich auch einen starken Willen. Und wie ich bis 3 Jahre, da haben sie das gut akzeptiert. Ich bin Nummer 4 von 7. Und wie ich dann 3 wurde, da haben der eigene Wille noch mehr durchkam, da haben sie es nicht mehr akzeptiert. Und dann wurde ich sozusagen immer, ich weiß nicht, ob ich gestraft wurde, das weiß ich nicht. Ich kann mich nicht so erinnern. Aber man hat mich vorher Sonnenkern genannt, weil ich so starke Wille habe und sehr freudig war. Und dann haben sie mich Regenwurm genannt, weil ich immer weinte. Wahrscheinlich war ich da so wie Monia sagt, auf Bilder. Und ich habe einen Bruder gehabt, der 1 Jahr älter ist als ich. Und ich hätte ein Jungen sein sollen, das habe ich schon einmal gesagt. Aber ich war also ein Mädchen. Und diesen Buben, da war das Muster für meine Mutter. Das war ein idealer Bub und da wurde ich sozusagen im Schatten gestellt. Und das habe ich dann auch gespürt als Kind. Und wie ich damit umgegangen bin. Ich habe mich dann eigentlich ein bisschen mehr zurückgezogen. Ja. Und zufällig heute, wie du gesagt hast, mit kleinen Schritten machst du da diesen. Mein Mann hat heute mir ein Zettel zum Ausdrucken gebracht, weil ich muss drucken auf dem Computer. Und dann hat er einen Text von Tao Te Ching mir gegeben, um zu zeigen. Und bei Gelegenheit, wenn ihr miteinander renne ich hinauf und hole die wunderbar, diese uralte Weisheit, wie wir mit uns selber umgehen. Also fantastisch. Und wir haben es alle in uns und wir wissen es alle. Aber immer wieder daran erinnert zu werden. Also ich war so froh inmitten der Hektik, was ich heute, also ich muss die Bilder Montag einliefern, das ist Öl und ich male jetzt noch dran. Also die sind nass. Ich weiß nicht, wo ich die Willen herhole oder diese Kraft.
Ja, das ist idiotisch, um das noch zu berühren. Aber ich berühre es. Ich denke, oh, so what? Was ist, wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Und diesen Schritt zu überwinden, weißt du, das ist echt heavy. Weil du sagst, ich kann es nicht. Ich tue gerade etwas, was ich nicht kann. Ja? Und das ist die Herausforderung. Und dann wachse ich an jeder kleinen Schritt, an jeder kleinen Schritt. Und das ist das tote Kind, womit wir verbunden sind. Ja, total urig sind wir unterwegs. Also schön. Also ich freue mich, dass wir dieses Thema haben. Welcher Vers von Tao Te Ching ist es? Das hat es, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, dass das alles Versen sind, aber das. Es ist nicht dabei gestanden, Monia, aber ich suche das ganz gewiss aus, weil ich liebe diese Phasen. Die haben jeder eine Nummer, soweit ich weiß. Ja, ich weiß. Und ich trinke sie, Monia. Ja, ich trinke das Licht dieser Phasen. Ja, ich habe eine sehr schöne Ausgabe von Tao Te Ching, auch mit wunderbaren Fotos. Na, ich ohne Fotos, aber eine wunderbare Ausgabe. Du malst dir selbst die Bilder dazu. Nein. So gebe ich wieder an Analyse. Ja, ich wollte noch kurz was dazu sagen. Hey. Martini, du sagtest, du bist mit sieben, du bist die vierte von sieben, das heißt in der Mitte, nicht? Ja. Ich bin auch in der Mitte, aber nur von fünf. Und da kommt auch der Wille wieder raus, denn du musst dich ja irgendwie behaupten gegen die Älteren, nicht? Und ja. Ich habe dann nämlich, weil ich vorhin sagte, wenn der Wille gut geleitet wird, wäre es ja ganz schön, aber ich habe praktisch gelernt, mich zu verteidigen mit einem Willen, der aber mir wirklich letztendlich nicht gut getan hat. Als Beispiel zum Beispiel, meine älteren Brüder im bestimmten Moment durften Bier zum Abendbrot trinken. Als es uns schon besser ging. Ja. Früher gab es ja nur Margarinebrot mit Äpfel, aber dann irgendwann waren die Zeiten besser und da durften die Bier trinken. Und da habe ich doch unbedingt auch Bier trinken wollen. Nicht? Und es hat mir gar nicht geschmeckt. Ja. Aber trotzdem habe ich das machen wollen. Also als Beispiel dafür, dass du einfach nur, um dich selber durchzusetzen, diesen Willen benutzt, um eigentlich was zu machen, was dir schädlich sein könnte, ja, und das, so einen Willen zu gebrauchen, ist eben nicht Selbstliebe, nicht, aber ich meine, als Kind oder als Jugendlicher ist das ja halt, kannst du über sowas sowieso nicht nachdenken, es sei denn, du hast eine gute Führung, nicht? Ja. Anneliese, jetzt gebe ich weiter an dich. Ja, ich habe heute gerade gehört und auch schon aus anderen Quellen, also es läuft ja immer synchron, aus verschiedenen Ecken kommt letztlich die gleiche Botschaft, dass wir haben zwar einen freien Willen, aber oft genug nutzen wir ihn gar nicht oder glauben, einen freien Willen zu haben, weil in den ersten 7 Lebensjahren prägen sich so die in den ersten 7 Lebensjahren prägt sich so eine Konditionierung ein. Also das, was wir von Eltern aufschnappen, aus der Umgebung aufschnappen, Gefühle, Gedanken, wie ist das Leben? Ist es gefährlich? Ist es leicht? Wie auch immer. Und aus dieser Unmenge von Glaubensüberzeugungen, die wir da inhaliert haben und auch aus eigenen traumatischen Erfahrungen wahrscheinlich, gibt es so ein Weltbild und dann reagiert das Gehirn also schneller, also zum einen macht es Filter natürlich, jeder Mensch hat Filter, wir können gar nicht bewusst alle Informationen verarbeiten, die uns auf uns einströmen, und das Gehirn filtert anhand der Konditionierung raus, was wir überhaupt bewusst wahrnehmen und was nicht. Und das kann natürlich völlig entgegengesetzt sein zu dem, was die Hauptsache an Informationen wäre gerade im Moment. Und deswegen ist es eine gute Idee, oder er hat da so eben binaurale Beats auch aufgenommen, mit denen man praktisch sein Unbewusstes oder Unterbewusstsein wieder umprogrammieren kann und die schädlichen Strömungen rausnehmen kann und durch was Hilfreicheres ersetzen. Und da sind wir dann eben beim Thema Selbstliebe. Ja. Nicht sich immer knechten, was ja viele Menschen machen, so mit der Peitsche drauf, um ja beste Funktionen zu zeigen, um anerkannt zu werden
oder nicht, zumindest nicht bestraft zu werden, zu ersetzen durch Selbstliebe und zu sagen, naja, natürlich habe ich auch meine Macken, so wie jeder andere auch, aber im Grundsatz mag ich mich. Und das zu stärken und da ein anderes Fundament zu legen. Und das geht, das Hirn ist was Plastisches, das kann jederzeit umlernen, man muss es nur machen. Und es geht halt Schrittchen für Schrittchen. Ja, bis zum gewissen Grad mag das sicher gehen. Komplett glaube ich nicht, dass es geht, weil mit den Archetypen der Seele gibt es halt bestimmte Vorgaben, mit denen du auf die Welt kommst. Aber ich möchte jetzt erstmal die Birgitta begrüßen. Und wir haben das Thema Selbstliebe, Willen und Selbstliebe. Magst du kurz was sagen und Hallo sagen? Und dann darfst du auch gern das erste, wie sagt man, Stichwort zu dem Thema geben, was dir so gerade kommt. Hallo. Ich freue mich, dass ich jetzt da bin. Jetzt ist meine Mutter im Bett und ich warte, bis die Pflegerin kommt. Die kommt in der Nacht mit dem Bus. Und und jetzt habe mich gerade hergesetzt und bin ein bisschen erstaunt über das Thema. Da habe ich entweder das nicht verfolgt oder jedenfalls ist es neu für mich. Also das Thema ist Selbstliebe und was war das zweite? Willenskraft. Es hat sich ergeben, weil wir nicht wussten, wie viel wir sind und was so als Thema im Raum schwebt. Und also die Elemente werden wir heute ein anderes Mal weitermachen. Gut. Zum Thema Willenskraft und Selbstliebe, was fällt mir da ein? Da bin ich jetzt ein bisschen hineingeschmissen. Also wenn jemand anderen was einfällt, dann würde ich lieber einmal 3 Minuten ein bisschen das auf mich wirken lassen. Und wenn niemandem was einfällt, dann mache ich Stille, weil so schnell bin ich nicht. Okay, ich mache mich mal stumm, wenn mir was einfällt, dann melde ich mich wieder. Ich wollte noch die Annalisa fragen, hattest du Geschwister? Ja, ich bin die Älteste von 4. Und immer das Vorbild. Also wenn ich auf die schiefe Bahn gerate, hatte meine Mutter immer Angst, dann würden alle anderen 3 Geschwister hinterher rutschen. Aha. Und Birgitta, du, hattest du Geschwister? Ich glaube schon, ne? Entstummern, du musst dich entstummern. Ich habe 2 Geschwister. Und bin auch die Älteste. Aha. Und in der Familie, die Selbstliebe war einerseits ganz gut da im Rahmen mit Kontakt mit meinem Vater. Der hat eigentlich das, was man so das weibliche Element nennt, hat mein Vater ausgestrahlt. Und da konnte ich auch gut Selbstliebe akquirieren. Meine Mutter, die war sehr ehrgeizig und da gab es Liebe nur kombiniert mit Leistung und da wurde die Selbstliebe eher gestört, beziehungsweise halt irgendwelche, nicht nur durch sie, sondern durch die verschiedensten Umstände sind schon ein paar Komplexchen gewachsen und die Selbstliebe war nicht immer so perfekt, wobei ich schon immer wieder in meine Traum- oder sonstigen Freundeswelten, Traumwelten, ich bin immer entkommen, ja. Also ich habe dann so meine Stückchen gespielt, die erwartet waren und dann habe ich wieder geschaut, dass ich einen Freiraum habe, wo sowohl die Selbstliebe als auch die Freiheit irgendwie Platz fanden. Wobei mein Wille, der ist schon ziemlich, auf Pflichten hin getrimmt. Ja? Da muss ich jetzt erst nachdenken selber. In dieser Situation, wo ich da jetzt meine Mutter begleite, ist das ja immer so ein Zwiespalt. Einerseits will ich sie als Mutter, die uns viel Wohlwollendes und viel mitgegeben hat, gern begleiten. Und andererseits gibt es da schon viele Sachen, wo ich mir denke, hoppala, das will ich nicht. Und das will ich halt wollen, weil ich muss, aber nicht, weil ich es will. Und da gibt es schon so Verwerfungen. Aber über die muss jetzt auch erst ein bisschen weiter nachdenken. Munja, hast du Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Und ich musste immer mit meinen Freunden, aber dadurch hatte ich sehr viel Freiräume und keinerlei Konkurrenz. Und brauchte auch nicht viel Willen, weil ich habe alles bekommen, ne? Sobald ich eine Leistung gebracht habe. Also das Thema Leistung, mein Vater war sehr auf Leistung, Perfektionist. Und habe ich halt gute Leistungen erbracht. Was soll's? Also, aber die Selbstliebe und also Liebe und so, das kam über die Großmütter sehr stark herein bei mir.
Ich war also sehr viel mit meiner mütterlichen Großmutter zusammen. Und ich glaube, bei mir ist auch Selbstliebe dadurch entstanden, dass ich meine Talente gefördert bekommen habe, teilweise auch also von Lehrern. Oder und da habe ich gemerkt, ich kann was, was andere nicht so können. Und da war ich eigentlich dann sehr mit mir zufrieden. Und das ist ziemlich, also wie ein roter Faden zieht sich das durch, dass ich für andere sehr viel mache von dem, was ich gerne mache. Und ja, das ist, also Willenskraft, ja, natürlich schon, wie ich die Zeitung damals gemacht habe, beim Integralen Forum bis um 1 Uhr nachts gesessen bin, übersetzt habe und redigiert habe. Aber das war Lust, das war also nicht eine Pflicht, das war mehr eine echte Lust und eben die Talente einzusetzen. Also ich meine, Martini geht es ja genauso, wenn sie malt. Es ist zwar manchmal zwiespältig, aber es ist Lust. Stimmt's, Martini? Ja. Ja. Bei mir hat es das Restaurieren auch sehr. Da konnte ich gut in den Flow gehen und gut hatte gute Ergebnisse und hat mir Spaß gemacht, auch wenn es manchmal wüste Arbeit war und manchmal ganz, ganz feine, geduldige Arbeit. Also das hat sich sehr gut angefühlt. Adelheid, wie ist bei dir? Ich überlege gerade, denn ich habe eigentlich, ich würde heute sagen, keine Liebe erfahren in der Kindheit. Ein ganz ein kleines bisschen vom Vater, aber er hat so viel, der war nicht so streng wie meine Mutter. Da durfte man mal auf den Schoß sitzen oder so. Aber er war halt so, der hat so viel erwartet. Ne? Der war, ich habe später verstanden, dass er kommt eben aus einer Handwerkerfamilie und meine Mutter kam aus einer besseren, aus besserem Hause. Und aber das ist ja erst später. Er hat dann ein Stipendium bekommen, Begabtenstipendium für die Uni. Und nach dem ersten oder zweiten Semester musste er in den Krieg. Und damit war das ja alles zu Ende. Und ich denke, er hat halt immer versucht, jemanden zu finden, der seinen Traum von einem Studium zu Ende macht. Und meine älteren Brüder haben sich komplett verweigert. Und ich hatte halt das Gefühl, ich muss das machen. Also wurde es immer, wenn es keine Eins war, dann, ja, es hätte ja besser sein können, ja, und so. Also es war ja der Wille, schon gut zu sein und alles zu machen, wie es von mir verlangt wird. Und trotzdem habe ich immer gehört, ich hätte meinen eigenen Kopf und würde mit dem Kopf durch die Wand. Und das war mir immer so ein Widerspruch. Und ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich irgendwo geliebt worden wäre. Also es kam jedenfalls nicht an, sagen wir es mal so. Vielleicht war es ja schon da, aber weiß ich nicht. Und gegen die älteren Brüder musste ich mich ständig durchsetzen. Meine jüngeren Geschwister hatten dann plötzlich, da waren die Zeiten besser, alles bekommen, was ich vorher haben wollte und nicht gekriegt habe. Und lauter solche Sachen, die dann so zustande kamen. Also ich würde sagen, eigentlich eine ziemlich verkorkste Kindheit und Jugend. Ja. Aber das Einzige Schöne, wir hatten einen Garten. Und obwohl wir natürlich Unkraut nicht immer gern ziehen wollten, aber Himbeeren ernten oder Erdbeeren ernten oder Kirschen ernten war ja doch schön. Und ich denke, ja, da habe ich so eine Art wirklich tiefe Liebe für Natur schon abgekriegt, obwohl es damals natürlich, naja. Aber ich erinnere mich, wie ich dann auf einer großen Leiter, die schien damals so groß, aber wahrscheinlich war die nur so 1,5 Meter hoch, und dann runtergesprungen bin und Purzelbaum und dies und was. Und da hatte ich richtige Freude dran und hatte dann eine Freundin, aber die war auch nicht genehm. Und ach, meine Schwester hat dann dasselbe Thema gehabt, dass ihre Freundin nicht genehm war. Also irgendwie diese Botschaft, es ist was nicht richtig mit dir. Ne? Oder meine Patentante hat gesagt, ich würde eine Stimme haben wie eine Blechbüchse. Das war ja nur, um Sängerin zu werden, ja auch nicht gerade was Tolles. Mein erster Ehemann hat gesagt, na, wenn du begabt wärst, dann hätte man das schon lang gemerkt. Und lauter so Sachen, ja, wo ich gedacht habe, naja, also besonders förderlich war das irgendwie nicht. Ich hatte jedenfalls das Gefühl, in meinem ganzen Leben, bis ich letztendlich auf Marc wahrscheinlich, war das der erste, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass er mich unterstützt. Vorher hatte ich das Gefühl, ich muss immer alles alleine durchkämpfen, sozusagen. Insofern, naja,
wenn ich nicht Willenskraft gehabt hätte, wäre ich jetzt nicht hier, sagen wir es mal so. Vielleicht könnten wir noch tiefer in Selbstliebe hineingehen. Also wo, wenn du keine Liebe erfahren hast, nur kritisiert wurdest, woher hast du sie dann genommen? Oder? Ja, ich habe sie noch nicht wirklich. Ich mache viel so in Meditationen und so, dann versuche ich mich da hineinzubringen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich von Selbstliebe getragen bin. Ich habe immer sehr stark diese kritische Stimme noch da. Ich kann die natürlich jetzt sehen, ja, und ich kann die relativieren und alles. Aber es ist nicht so, dass die jetzt durch eine sehr anerkennende Stimme übertönt würde, ja. Höchstens gleiche, höchstens. Aber wie gesagt, ich arbeite dran, also. Da fällt mir wieder die Übung ein, die uns Ulrike gezeigt hat. Was ich am anderen liebe und was ich an mir selbst liebe. Also es ist eine wichtige Übung. Also. Ja, solche Übungen in der Richtung, wenn ich mich daran erinnere, mache ich das ja auch. Aber wenn du in so einer komischen Schiene drin bist, ist es auch schwierig, dich immer wieder zu erinnern. Ja. Aber wenn ich es dann mache, und dann komme ich schon dahin. Ja. Aber es ist kein Alltagsgrundgefühl. Das habe ich ganz sicherlich nicht. Du nickst so, Annalisa. Kennst du das? Das kenne ich sehr gut, ja. Also mir ist gerade eingefallen, dass ich meine Willenskraft als Kind und insbesondere als Jugendliche in der Verweigerung gelebt habe. Ich war unglaublich gut im Verweigern. Also, und es ist umso besser geglückt, je besser ich die Fassade aufrechterhalten konnte und im Inneren mich trotzdem verweigert habe. Das heißt, es ist sehr wenig quasi übrig geblieben, Themen, die quasi nicht besetzt waren, sage ich jetzt mal, wo nicht Erwartungen oder irgendwas dran hing. Zum Beispiel Bücher lesen, das hieß Bücher lesen bildet, ja, also lesen durfte ich und ich habe gelesen wie ein Weltmeister, also die Bibliothek war nicht weit weg und ich war Stammgast und habe stapelweise Bücher nach Hause getragen und bestimmt mindestens 3 Bücher pro Woche gelesen. Die Schularbeiten haben drunter gelitten, aber das war mir egal. Und ich kenne sehr gut, also es heißt immer so schön, man sagt, man muss erst Selbstliebe entwickeln, bevor man Liebe für andere entwickelt. Bei mir war es umgekehrt. Ich habe das zuerst gemerkt, dass ich anderen wirklich gut sein will und sie nicht belasten will mit was auch immer. Und darüber hat sich erstmal selbst die Nächstenliebe quasi entwickelt. Und jetzt komme ich allmählich dahin zu sagen, ich möchte mir das selber auch gerne schenken. Und das ist aber ein Prozess. Also das Akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Alles ist halt so, wie es im Moment ist und ich mag mich trotzdem. Aber das ist teilweise richtig Arbeit. Ja, das kann ich bestätigen. Hallo Anna, schön, dass du auch da bist. Hätte aber doch. Ja, wir haben das Thema geändert, weil wir dachten, dass jeder daran interessiert wäre, die Elemente zu besprechen und wir nicht wussten, wer nun kommt und wie. Und wir sind bei Macht, ach Quatsch, ja. Wille. Willensmacht, Willenskraft und Selbstliebe. Das ist natürlich ein interessanter Freudscher Fehler, liebe Heidi. Ja, es ist ja auch eine Macht, wenn du dich selber Willenskraft hast. Das ist eine Selbstmacht, Selbstermächtigung. Selbstermächtigung, das ist ganz was anderes, ja. Monika, du bist ja gut drauf. Wieso? Du hast mir so einen tollen Link geschickt. Ich bin ganz, ganz glücklich. Ganz angetan, okay, weil ich, ja, da bin ich erschrocken. Und der ist ungemein fesch, der Rad. Gefällt mir sehr gut. Das ist wichtig. Also ich muss schon angesprochen werden vom Äußeren. Natürlich. Gut, fangst du an mit Willenskraft und Selbstliebe? Mit wem redest du? Mit dir, Anna. Also, die anderen haben schon alle jetzt was gesagt. Ach so. Ja gut, also ich kann natürlich zu Willenskraft eine Menge sagen, aus wo man dies eigentlich. Ich gehöre zu denen, die auch keine verlässliche Willenskraft haben, die auch sowas haben wie eine Suchtstruktur.
die ich, mit der ich allerdings ganz gut leben kann. Es wird ja die große Behauptung seit mindestens 30 Jahren, dass wir eine süchtige Gesellschaft haben. Also es gibt verschiedene Formen von Sucht, wertgeschätzte Süchte und solche, die abgewertet werden. Und es damit verbunden mit dieser angeblichen oder mit dieser geringen Willenskraft ist ein großes Selbstwertthema. Also das einfach, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Willenskraft zu haben sowas wie der Standard eigentlich ist. Also du musst ein Macher sein, du musst initiieren, du musst stark sein. Und dieses Rezeptive, was eigentlich Erde, also das Erdelement ausmacht, wir als Erdenkinder, also das ist jetzt die klassische und nicht nur klassische Human Design Meinung, weil das ist ja eine Synthese, dass einfach wir viel stärker wie Pflanzen, wie Tiere, viel stärker rezeptiv sein sollten und eben mit dem Leben, mit dem Tao, wie man es auch immer nennen will, mitgeben sollten. Weil dann der Weg sich sozusagen beim Gehen entfaltet. Und was fällt mir noch ein zur Willenskraft? Also mangelndes Selbstwertgefühl, dieses Label. Und heute zur, habe ich Mittag schon gesagt, die beste Empfehlung, die ich damals von dem Lehrer gekriegt habe, Human Design Lehrer, war Micro-Habits. Also entwickle Micro-Habits gegen Steiner lachte. gegen, wenn du merkst, eben, du machst dir Vorwürfe und so weiter. Und da ist eben die Empfehlung, mach so wenig Versprechen wie möglich. Und das Zweite ist, entwickle Micro-Habits, die kosten dich nämlich keine Energie mehr. Ich glaube, das habe ich genug schon getextet. Zur Selbstliebe hinterher. Ja. Ja. Anna, du hast ja, Anna-Lisa, du hast auch von den Micro, von den kleinen Schritten. Von den kleinen Schritten, genau. Ja. Also ein Thema war zum Beispiel Sport in meiner Kindheit. Ich habe Sport gehasst. Also es war schrecklich, sich bewegen zu müssen. Und ich hatte in der ersten Klasse, mussten wir über Sprossenwände klettern oder am Seil hochklettern. Ich hatte einfach immer nur Angst, runterzufallen. Musste auch Sport ohne Brille machen. Das heißt, ich habe nicht gescheit gesehen. Und irgendwie hat sich das durchgezogen. Also Sport war immer ein Horrorfach für mich. Und dann sagte mir jemand, ich sei ein Bewegungstyp, ich bräuchte Bewegung, um mich wohlzufühlen. Und ich so, kann ich mir nicht vorstellen, ich liege lieber auf der Couch und lese, fühle ich mich viel wohler. Und jetzt habe ich angefangen, weil es auch mit zu dem Programm gehört, einfach habe ich mir vorgenommen, jeden Tag 5 Minuten, egal was. Es kann, ist mal Muskeltraining, mal Bauchmuskeln, mal Dehnungsübung, egal was mir gerade so kommt. Und ich habe mir nur 5 Minuten vorgenommen und inzwischen bin ich bei 8 Minuten, weil es einfach Spaß macht. Und staune über mich selber, wie sich so eine kleine, so ein kleines Ding, ich mache einfach 5 Minuten am Tag irgendwie etwas mit Bewegung und Spaziergänge zählt nicht dazu, sondern wirklich zu Hause was machen, dann fängt es plötzlich an, Freude zu machen und ich staune einfach nur. Wunderbar. Was mich noch fasziniert hat, sowohl bei der Annalisa und bei der Heidi, da weiß ich nicht, ob das da auch so ist, aber dieses zur Selbstliebe gelangen über die Liebe an den anderen, das ist für mich ein ganz ein erstaunlicher Weg einerseits. Andererseits überlege ich, ob ich den nicht doch auch kenne, aber vielleicht fällt euch da noch irgendwas ein dazu, weil einerseits ist diese Nächstenliebe für mich ja so schrecklich christlich besetzt, dass ich sie gar nicht so wahnsinnig gern mag. Und andererseits ist es doch, ich schwank so zwischen Menschenfeindlichkeit und Eigenbrötlerin und dann trotzdem sehr gerne Menschen haben. Und wie habt ihr diesen Weg da, oder ich weiß nicht, bei der Heidi unterstelle ich das, die Adelheid, du musst sagen, ob das bei dir nicht anders war. Ich habe nur das Gefühl, irgendwie du strahlst für mich viel Geborgenheit und Liebe aus. Ja. Darum habe ich das jetzt so einfach angenommen, dass das so sein könnte. Aber vielleicht fällt euch noch irgendwas dazu ein. Ja, ich kann da viel mit anfangen, zwischen, wie du sagst, Eigenbrötler und wie war das, Einsiedler oder sowas? Nicht? Und da habe ich auch ganz stark die Tendenz. Aber ich habe in den letzten 10 Jahren eben erlebt, wie sehr ich das genieße, eben mit Menschen zu sein. Früher habe ich es mir immer nicht erlaubt, weil das war ja nicht so wichtig.
es war ja wichtig, dass du das machst und das machst und das machst und Leistung und hin und her und so oder Geld verdienen oder irgend so ein Kram, ne? Und da habe ich da immer die sozialen Kontakte sehr vernachlässigt, weil ich die nicht wichtig fand. Aber heute merke ich richtig, wie mir das Freude macht. Und meistens aus unseren Gesprächen, die ich mache ja nur noch mehrere Gesprächskreise, oder auch bei den Interviews und so, ich komme dann immer raus und bin ganz, ganz happy. Ja? Also, und dann wird mir eben sowas gesagt, wie du gesagt hast, dass ich Liebe ausstrahle. Was sage ich, huch? Ja, es ist mir überhaupt nie bewusst gewesen. Auch in der Vergangenheit haben mir hin und wieder Leute was gesagt, dass ich irgendwie und so. Und ist mir gar nicht bewusst, ja, weil ich es vielleicht nicht spüre oder wenn ich spüren würde, wahrscheinlich spüre ich es auch, aber das nicht wahrhaben will oder nicht spüren können darf oder sowas, ja, in der Richtung. Also ich meine es jetzt nicht so krass, aber einfach von der Prägung her, nicht? Dass das, also, du selber bist ja nicht wichtig, ne? Und also, und die guten Sachen, ja, übernimm dich mal nicht. Wer bist du denn eigentlich, so nach dem Motto, ne? Und diese ganzen Botschaften, obwohl ich ja nur auch schon ganz viel dran gearbeitet habe, aber die sind halt im Hintergrund immer noch irgendwo da, ja? Aber wie gesagt, ich krieg's ja jetzt Gott sei Dank mit und das ist ja schon meiner Meinung nach sehr erfreulich. Christlich hin und her über die Selbstliebe. Es ist wunderbare Literatur in der christlichen Tradition, aber es ist auch ein furchtbares Belastung, dass du für die anderen alles tun musst und dich selber vernachlässige. Und da so sind wir erzogen worden. Meine Mutter war immer krank und wir mussten immer alles tun für sie. Und also das ist schon, und ich habe dann echt gelernt, mich selber zu lieben, erstens mal im Studium, nicht in der Arbeit, weil ich habe eine Arbeit gemacht, die aus, wie soll ich das sagen, das hat sich so ergeben, um etwas zu verdienen. Ja, aber wie ich dann im Studium habe erfahren dürfen, was für eine Schönheit es überhaupt gibt in allen Bereichen, also dann habe ich echt gelernt, mich selber zu lieben. Und es ist eine, ehrlich gesagt, seriös jetzt, ja, ob man zeichnen kann, ja oder nein. Es hat nichts mit Malerei zu tun und auch nicht mit Können, sondern wenn du dich selber im Spiegel gerne anschaust, das ist schon ein gutes Zeichen. Nicht auf die als Sachen achten, was die Gesellschaft sagt, was schön ist und weiß ich Gott was. Aber wenn du dich ehrlich in die Augen schauen kannst und dann auch noch anfangen mit einer Linie, mit dem Bleistift, das zu notieren. Also ich schaue nur im Spiegel und ich mache Notiz auf dem Papier hier unter mir. Ja? Ich schaue gar nicht auf das Papier. Und dann nachher denke, oh furchtbar, so schaue ich aus, ja, das macht nichts, alles gut und schön, das lege ich weg und dann tue ich es wieder. Und das ist echt eine gute Übung, um dir selber zu lieben, zu lernen, so wie du bist. Es ist hart, aber es ist dranbleiben und dann die Schönheit entdecken, ist wirklich eine ganz feine Sache. Nicht, dass ich überzeugt bin von meiner eigenen Schönheit, darum geht es gar nicht. Aber wir haben etwas, was wir gar nicht sehen können. Ja, und das, darum geht es, um diese Schönheit und um diese Liebe in dir zu entdecken. Also das ist ein Geheimnis. Das bleibt ein Geheimnis. Und das ist der Weg, um diese kleinen Schritte zu machen, dass du beim Wachwerden dich freuen kannst, dass du wach wirst. Ja? Und dass du dann auch in dieser Stille etwas vernimmst, was nur dir gilt, nur dir. Also ich denke, das ist echt ein Weg, sich selber lieben zu lernen.
Und das dürfen wir dafür Zeit nehmen. Das ist schön, irgendwie dieser Weg übers Beobachten. Du hast das jetzt so schön beschrieben, den Weg übers Beobachten. Ich kenne das auch, wenn man irgendwas zeichnet oder malt und das einfach versucht, entweder genau oder nach den Farben oder wie man es halt gerade beobachten möchte. Aber rein die Beobachtung holt dann irgendwie eine Beziehung heraus oder holt eine Art von Schönheit oder ja, da fangen die Dinge an zu scheinen, die vorher irgendwie völlig unscheinbar waren. Und das hast du schön beschrieben, das mit dem Zeichnen, ja, weil wenn ich da blind zeichnen würde, das wäre wirklich ganz schrecklich. Aber einfach die Beobachtung, die selber, diese innere Aktivität, die macht da ganz viel, kommt mir vor. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir dieses Mentale verurteilen. Ich glaube, es ist schon irgendwann mal gefallen, weil wir sind so gedrillt worden, dass wir das in unserem Schädel haben, wie wir urteilen sollen und dann nicht mehr urteilen und es sehen lassen wir, was es ist. Das ist wirklich ein Wissenschaft, das ist fantastisch. Das wissen wir alle. Ja. Und das auch gelten lassen als eine Regel, ja. Oh, und dann beobachtet man bei sich selber, bin ich wieder in das Fahrwasser, dass ich mich selber kritisiere. So was. Ja. Und diese Beobachtungen, dann bin ich wach, dann bin ich präsent. Ja, und dann falle ich nicht in die Depression, weil ich hole mir selber wieder raus. Wie machst du das? Wie machst du das? Also vielleicht kann ich vorher noch ergänzen, ich habe ja auch Zeichenkurse gemacht und voriges Jahr, glaube ich, nach langer Zeit mal wieder Porträt, Selbstporträt war dann natürlich auch dabei und das hat mir gegraust, eben genau aus diesem Grund, weil ich einfach weiß, dass ich urteile, nicht positiv, sondern sehr kritisch. Und dann hat eben die Annette, so hat die Lehrerin, heißt sie, und die hat dann gesagt, schau einfach hin, wie bei anderen Leuten auch, wie ist die Beziehung Nase-Augen? Also schau einfach objektiv hin, wie ist es denn, was siehst du denn? Also ohne Urteil. Und das, also danke, jetzt bin ich nochmal angeregt worden, das endlich mal wieder zu machen, weil dann kann man ins Spiegel schauen, wenn man eben von vornherein diese Aufgabe sich stellt. Und das andere interessiert mich tatsächlich, wie hole ich mich aus der Depression raus, wobei ich weiß heute, dass ich nicht depressiv bin, sondern dass meine Angst unglaublich lebendig ist, aber prinzipiell bin ich ein vitaler Mensch und bin nicht depressiv, aber ich habe halt ein Angstthema. Genau, und dass die Depression, die ich hatte, die Folge davon war, von diesem frühen Trauma. Also so weiß ich heute. Und trotzdem frage ich nach, weil das hat ja was mit Selbstliebe zu tun, wie kann man sich selber rausholen? Oder hineinholen ist vielleicht die bessere Frage. Hineinholen in die Selbstliebe. Ja, Birgitta, du hast vorher gefragt, wie geht es über die Liebe zu anderen dann letztlich zur Selbstliebe zu kommen? Und der Gedanke ging mir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf. Es ist spannend. Ich habe gerade gemerkt, ich glaube, das war damals schon der erste Schritt zur Selbstliebe. Ich war in so einem Kurs, ich war 4,5 Jahre lang bei einem Bewusstseinstrainingskurs, Avatar heißt der. Und da gab es auch ein spezielles Format, wo es darum ging, rauszufinden, was man quasi in bestimmten Situationen anderen Menschen antut, wenn man so will. Ja, und das war mir sehr vertraut, weil ich war ja immer davon überzeugt, ein schlechter Mensch zu sein. Also habe ich mich darauf gestürzt, meine Fehler zu finden. Und man sollte einfach ehrlich sein und die anderen sollten auch Feedback geben, ob sich das jetzt wirklich echt anfühlt oder ob man sich noch was vormacht. Und ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich so ein Thema gelöst hatte, dass ich entspannter und mit mehr Vertrauen auf andere Menschen zugehen kann.
Das waren letztlich waren es Projektionen. Ich habe einfach erwartet, dass alle finden mich blöd, ja, und habe dann schon mal im Vorfeld so reagiert, dass sie mich tatsächlich blöd fanden. Also bleibt nicht aus, selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich glaube, für mich war einfach der erste Schritt, wirklich diese Projektionen aufzulösen, diese Konditionierung, die ganze Welt ist mir feindlich gesinnt und sieht nur meine Fehler. Und dadurch, dass ich das aufgelöst hat, hatten die Leute, sind anders auf mich zugekommen, weil ich anders rausgegangen bin. Und dadurch habe ich dann letztlich entdeckt, ich bin gar kein schlechter Mensch. Also ich habe dann viel Feedback bekommen, boah, du strahlst so viel Liebe aus. Und ich so, ich verstehe es gar nicht. Ja, aber das hat dann wieder dazu beigetragen zu sagen, ah, okay, also die anderen nehme ich als liebenswert wahr, dann ist wahrscheinlich meine eigene Wahrnehmung von mir selber ein Stück weit falsch und ich könnte doch auch anfangen, mich selber zu lieben. Gelingt noch nicht immer, aber ich bin auf dem Weg. Das ist sehr schön, Anneliese, da fällt mir nämlich auch was dazu ein. Und zwar habe ich auch immer gedacht, ich sei ein, wie soll ich sagen, kein vertrauenswürdiger Mensch, ja, so. Und dann bin ich ja hier seit 30 Jahren praktisch mit Tieren zusammen. Und dann habe ich immer gedacht, na ganz so kann das ja nicht stimmen, wenn die mir vertrauen. Ja? Und bei Tieren, ich meine, wenn du die schlecht behandelst, dann behandelst du dich ja auch schlecht. Und statt mit Menschen diese Erfahrung zu machen, habe ich die mit Tieren gemacht. Und das habe ich gedacht, ganz so schlimm kann es ja vielleicht dann doch nicht sein. Ja, schön. Wie wir die, jeder so seine Stationen hat, nicht? Das im Leben, das ist schon spannend. Ja. Bei mir war es auch ein, wenn man Vertrauensvorschuss bekommt, das ist eine große, große Hilfe. Also ich habe ja dann einmal umgesattelt von Restaurieren auf diesen hebräischen Unterricht und die Frau da an dem Institut, wo ich das begonnen habe, die war überzeugt, ich kann das und ich kann sicher gut unterrichten und ich war davon überhaupt nicht überzeugt. Aber irgendwie dieser Vertrauensvorschuss, der hat mir echt geholfen und hat mir Lockerheit gegeben, so bis zu einem gewissen Grad. Und dann habe ich halt so meine Erfahrungen gemacht. Aber es ging dann eigentlich nicht so schlecht, wie ich mir gedacht hatte anfangs. Und man bekommt dann echt viel zurück und lernt sich irgendwie viel selber kennen, ja, in diesen Situationen. Und das war schön. Und auch das Kennenlernen, das Altern macht auch was aus, dass man sie kennenlernt. Insofern, dass ich plötzlich jetzt merke, hoppala, das habe ich damals gedacht und das war wirklich wahr. Und ich habe immer gedacht, das ist ein Blödsinn. Also so die Lebenserfahrung, die da dann zeigt, eigentlich hast du damals ganz das Richtige gedacht, nur haben sonst nicht viele gedacht. Und dadurch ist der komisch vorgekommen, ja. Da hilft der Alterungsprozess manchmal auch dazu. Und die Monia schaut ganz abgeklärt aus dem Hintergrund. Ich werde meinen Heiligenschein ein bisschen polieren. Was mich interessieren würde, aber das ist vielleicht nicht zum Thema, aber irgendwann einmal, wie du vom Restaurieren zu Hebräisch gekommen bist. Also ich meine, das ist ja nicht so naheliegend, aber ich finde, du weißt, ich halte Hebräisch für eine sehr, sehr spannende Sprache. Und ja, vielleicht könnten wir auch einmal über Sprachen uns unterhalten, also was Sprachen mit uns machen oder bewirken oder wie sie uns verändern und so weiter. Nur mal auch ein weiteres Thema, das wir auch anschauen könnten. Gerne, und ich füge noch hinzu, also wir haben das letzte Mal gemacht bei den Live-Brunnen, weil wir ja so, also nicht mehr live treffen können, sondern plötzlich auch Zoom machen müssen. Und dann haben wir jetzt beim vorletzten Mal Witze uns erzählt. Also es war einfach nur lustig. Haben wir halt, jeder hat 2, 3 Witze einfach erzählt und ich bin wieder mal drauf gekommen, wie sehr ich über Versprecher lachen kann. Das ist eigentlich das, was mich am meisten wirklich zum Flusten bringt. Also weil du sagst, Sprache. Da gibt es ein Buch, das habe ich seit 40 Jahren. Das ist das von einer Germanistin geschriebenen, die sich dafür interessiert hat, wie man sich sprachlich sozusagen der Verstand registriert. Da kommt jetzt ein Versprecher und trotzdem kriegt er es noch sozusagen grammatikalisch hin. Ich kann mir das leider nicht merken, aber ich habe vor 40 Jahren habe ich schon lachen müssen.
Ich habe das in der Schule, ich meine loswerden, in der Schule zum Beispiel habe ich manchmal aus purem Spaß laut gesagt im Sportunterricht, Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Die haben das nicht mehr. Ich wollte was sagen zu dem Hebräisch-Thema und ein bisschen Werbung machen für Birgitta. Die hat ja einen Trailer rumgeschickt von einem Film, den sie gemacht hat. Die Begegnung mit 5 Menschen, glaube ich. Aber du bist drauf, zumindest auf dem Trailer. Und hat ein bisschen Geld versucht einzusammeln. Und könntest du nicht ein bisschen Werbung machen für den Film? In Israel, ne? Hauptsächlich gedreht. Du kannst vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Es ist zwar jetzt nicht zum Thema passend, aber vielleicht doch. Weil das hat ja auch was mit Selbstliebe und Vertrauen und so weiter zu tun und auch mit Willenskraft. Denn ja, ich meine, so eine Sprache zu studieren wie Hebräisch, einfach aus dem Nix raus, ist ja nur auch nicht gerade, ne? Vom Papa. Ja, das waren jetzt viele Themen, aber wenn ihr Geduld habt, dann erzähle ich ein bisschen dazu. Also der Film, und das passt doch zum Thema, weil den Film hat mein Schwager gemacht. Der macht Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Linz und wollte eine Dokumentation drehen. Und der ist dann eben draufgekommen, dass meine Kontakte so ganz unterschiedliche Bereiche in der israelischen und palästinensischen Gesellschaft bis zu einem gewissen Grad widerspiegeln, und wollte eben darüber den Film machen. Ich kann euch gern den Trailer schicken, wenn es geht jetzt nur mal kurz um die, vielleicht für die Werbung. Also der Film bringt sowohl den Kontakt mit einer Frau, die in der Armee ist, als auch mit einem Zionisten, der den Holocaust überlebt hat, indem er in der Slowakei ganz tief in die Wälder geflohen ist, und mit einem Palästinenser, der von der Jugend an für seine Freiheit gekämpft hat, nicht mit Waffen, sondern mit Worten und anderen Tricks. Und Israelis aus der Friedensbewegung. Also es ist ganz ein breites Spektrum, und der Film hat bis jetzt anscheinend recht gute, ist sehr gut empfangen worden von vielen Leuten, schon die ihn halt gesehen haben. Ich darf den Film jetzt noch nicht ausschicken, aber den Trailer kann ich gern ausschicken. Kriege ich die E-Mail-Adressen, wenn ich auf dein E-Mail gehe, oder? Da sind die alle drauf. Ja, dann kann ich euch das schicken, falls wen interessiert. Und zum Thema, wie kam ich zu Hebräisch? Hebräisch kam eigentlich zuerst. Ich ging nach Israel, weil ich Freundinnen hatte, die im Kibbutz gearbeitet haben, und habe dort einen jungen Israeli kennengelernt, einen jungen Amerikaner, der in Israel leben wollte. Und der war sehr liebenswert, und dadurch wurde die Sprache auch so liebenswert. Und die Beziehung, die gibt es auf irgendeine Weise immer noch, die hat sich sehr stark verändert. Aber das war so der Start ins Hebräische rein, wobei er dann immer beleidigt war, weil ich mit Hebräisch viel schneller war als er, der Jude war, und ich nicht Jüdin, war immer schneller. Also, aber das war so der Start. Und dann ging ich aber retour nach Österreich. Das kann ich euch anders mal erzählen, das war eine schon keine einfache Entscheidung, aber dann eine gute Entscheidung. Und in Österreich war das Restaurieren das, was ich dann machen wollte. Ich wollte nicht mehr studieren, ich hatte ein Jahr studiert und hatte in der Zwischenzeit einmal eine Kirche besucht, wo Restauratoren drinnen waren, und habe gefunden, das ist cool, da auf dem Gerüst zu sitzen und Malerei zu restaurieren, und habe mich dann um das bemüht. Und erst später wieder, als das Restaurieren von physischen her so mühsam wurde, also so Hände hoch und am Plafond arbeiten und es ist eiskalt in der Kirche oder es ist heiß an der Fassade, das geht dann ab 50 ist es nicht mehr so lustig. Und dann anstatt in die Organisation zu gehen, wollte ich eben wieder mein Hebräisch wieder beleben. Und habe dann eben das über einen Kurs wieder belebt, und zwischendurch war noch ein wichtiges Erlebnis, dass ich, als die Kinder alle entweder im Kindergarten oder in der Schule waren, habe ich, um mein Hebräisch nicht zu vergessen während der Restaurierzeiten, habe ich angefangen, die hebräische Bibel zu lesen. Und das war wirklich eine Verbindung, weil über die hebräische Sprache die Bilder der Bibel so explodiert sind, so färbig geworden sind, so wie die Blumen auf Adelheids Hintergrund, waren plötzlich die Geschichten der Bibel da, aber das über die hebräische Sprache, nicht über die deutsche. Da war das
irgendwie grau und braun und nicht interessant. Und auf Hebräisch hat es dann plötzlich Farben und Dramatik und Interesse geweckt. Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann über den Kurs, dass ich modernes Hebräisch unterrichten kann. Und da habe ich dann so langsam sukzessive umgesattelt. Aber ja, das ist einmal ein paar Worte zu dem Thema. Ja, danke. Wir sind zwar schon ziemlich weit in der Zeit, aber was mich noch interessieren würde, haben andere von euch auch so Wendezeiten im Älterwerden erlebt, so dass ihr von einem Interesse zum anderen gegangen seid oder so, dass sich plötzlich das Leben so gewandelt hat? Vielleicht können wir das nochmal kurz behandeln und dann die Themen alle merken, die für zukünftige Treffen vorgeschlagen wurden. Also das Thema Sprachen würde ich auch sehr gerne machen. Würde ich gerne mitmachen. Ja, es interessiert mich auch Sprache und auch, wie man durch Sprache manipulieren kann. Das finde ich nämlich gerade im Moment ein ziemlich heftiges Thema. Und ich habe ja auch mal Linguistik studiert damals und hat mich auch schon immer interessiert. Aber jetzt die Wendezeiten, oder? Also ich hatte so eine Wende, die sich mehr eigentlich innerlich abgespielt hat und nicht so sehr in dem, was ich äußerlich tue. Oder ja, erst in zweiter Linie. Das war ganz spannend. Ich habe Mathe studiert und Informatik als Nebenfach, weil Mathe war das einzige Fach in der Schule, was echt Spaß gemacht hat. Das ging immer locker von der Hand und man musste nichts auswendig lernen. Das war toll. Also lag es nahe, also nachdem ich dann das Geld hatte, als mit meiner Waisenrente, dass ich auch studieren konnte, ohne BAföG, ohne Darlehen zu brauchen. Und ich mir nicht vorstellen konnte, irgendwie als Lehrling irgendwo, also ich war sehr menschenscheu damals. Also habe ich gesagt, okay, ich studiere Mathe. Es war noch eine Überwindung, da mit so vielen jungen Männern zusammen Mathe zu studieren. Ich kam von der Mädchenschule und so. Das hat sich dann erstmal gelöst und dann war ich voll begeistert mit Informatik. Also ich war immer auf dem neuesten Stand der Technik, habe mich dann auch selbstständig gemacht, weil als Angestellte wäre das viel zu langweilig gewesen. Habe die Abwechslung geliebt. Ich musste immer in jedem Projekt spätestens nach 5 Jahren oft schon eher entweder ein neues Fachgebiet erkunden und dort programmieren oder eine neue Programmiersprache lernen oder also. Und es gab so die Lieblingsfachzeitschriften und wenn ich im Urlaub war nach 3-4 Wochen, es gab nichts Schöneres, als nach Hause zu kommen und die Fachzeitschrift in die Hand zu nehmen und zu gucken, was gibt es Neues in meiner Welt. Ja? Also ich habe es war so brennend das Interesse, dass ich nicht mal geschafft habe, die Schuhe auszuziehen. Also nur das Gepäck in die Wohnung stellen und dann noch mit angezogenen Schuhen meine Zeitschrift gepackt und wissen, was ich verpasst hatte die letzten Wochen. Und dann gab es einen Urlaub, ich kam auch nach Hause und eben noch nicht mal die Schuhe ausgezogen, habe meine Fachzeitschrift in der Hand und dann war eine Stimme in mir, die gesagt hat, das war's jetzt, das Thema ist jetzt rum. Und ich so, wie bitte? Das kann doch nicht sein, ich habe doch nichts anderes gelernt. Aber das war wirklich, ich habe dann angefangen, ich habe gemerkt, ich will mehr mit Menschen zu tun haben, dieses rein verstandesmäßige und sich abkapseln ist nicht mehr. Und dann habe ich eigentlich angefangen, mich mit allen möglichen Themen auseinanderzusetzen, wie Astrologie und Mediation und Schamanismus und Räuchern und meine Familienstellen. Also meine Kollegen haben mich allmählich für verrückt erklärt. Ich habe dann gelernt, besser die Klappe zu halten. Ja. Und ich bin immer noch am Programmieren, um da mein Geld zu verdienen. Aber es ist seit der Zeit nur noch ein Geldverdienjob. Der ganze Eifer darin meinen Lebenssinn zu sehen, ist mit diesem einen inneren Satz, das Thema ist jetzt rum, gestorben. Das war wirklich sehr einschneidend. Und das war so um 2000 rum, ich weiß leider gar nicht genau in welchem Jahr, aber so, es kann 99 gewesen sein, 2000 oder 2001, so in der Gegend. Und ich bin gespannt. Ich habe jetzt wieder das Gefühl, ich bin wie auf der Schwelle und jetzt wird es sich im Außen vielleicht auch zeigen, dass jetzt was anderes ansteht. Aber im Moment bin ich noch am Programmieren. Ja. Genau, gebe ich gerne weiter an, wer immer dazu was beitragen möchte. Also meine Webseite heißt ja Lebenswendezeiten. Und ich habe eine Mischung aus innerlich so gewusst, also ich bin eigentlich Lehrerin, stimmt schon, aber ich habe mich immer unzulänglich gefühlt. Und bin auch über die Jahre durch meine Biografie, die ich jetzt nicht erzähle, einfach
immer wieder überlegen müssen, bin ich überhaupt geeignet, bin ja auch nicht angekommen wirklich gut, weil ich war schon Pionierin. Also ich habe wirklich viele Sachen neu am Bayerischen Gymnasium probiert und bin da nicht gut angekommen. Und irgendwann in den 90er Jahren war dann jemand da und dann habe ich eine NLP und ich habe also Leute kennengelernt, die NLP gemacht haben. Und meine Art ist halt immer, dass ich Kurse mache und dann Zertifikate sammle. Also war es zuerst NLP und immer dieser Glaube, da steht noch was anderes an als Lehrer. Und also Werbung machen für sich oder den Mut haben, sich hinauszubegeben. Das ist eine Welt, die man als Lehrer, also wenn man die Wirklichkeit nie kennengelernt hat, außer im Ferienjob bei Siemens sitzen oder so, sehe ich auch heute noch, als ich wirklich auf Defizit. Und so genauso ist weitergegangen. Also dass ich dann gemerkt habe, also NLP war mir zu wenig spirituell, zu manipulativ. Da sind wir wieder bei dem Thema Sprache. Und dann habe ich eben 2002 über den Weg gelaufen, Human Design, und dann in einem riesengroßen Streit mit dem damaligen Partner, gewaltfreie Kommunikation. Also das hat mein Leben schon sehr geändert, wirklich. Also diese zwei Sachen. Und dann natürlich das pensioniert werden, also nichts mehr tun müssen, das ändert das Leben auch sehr. Das ist auch eine Wendigkeit. Obwohl, mag ich revidieren, stimmt gar nicht. Ich bin dankbar dafür, aber das heißt, dass ich nicht raus muss, gerade in der jetzigen Zeit, aber ich tue ständig was. Ständig. Ich lerne auch, also zurzeit lerne ich ja wirklich auch auswendig, also wirklich, also ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich wirklich einfach meine Kompetenz will ich erweitern und ich will die Dinge auswendig können. So lerne ich wieder, memoriere und merke, wie anstrengend das ist. Da lacht die Vegeta. Ich habe gerade an meine Hebräisch-Studierenden gedacht. Ich habe jetzt doch viele ältere Leute und denen macht das recht Spaß. Und das geht auch ganz langsam, das Lernen. Aber was ich auch noch gleichzeitig gedacht habe, war ja Monias Mail. Die hat mir so ein liebes Mail geschickt über den Eros der hebräischen Sprache, die wirklich die erotischen Qualitäten weckt. Und das hat mich zuerst ein bisschen verwundert, aber dann habe ich gemerkt, da ist schon was dran. Also da ist wirklich Kraft drinnen. Und ja, das, ich glaube, das spüren inzwischen immer mehr Leute. Wenn es um Eros geht, brauchst du nur mich fragen. Gell? Ja, ich habe die letzte Wendezeit, die ich hatte, war durch die Aneurysmen 2011. Und da habe ich mich nachher wieder neu zusammengesetzt. Also das war aber eigentlich ganz selbstverständlich, was will ich weitermachen, was nicht. Also das wurde einfach an mich heran. Ich wurde davor gestellt und ich musste es tun. Also es war keine Wahl. Also Wendezeiten nehme ich an, kommen durch verschiedene Dinge und die Pandemie jetzt, also ist auch eine Wendezeit für mich. Und ja, und als vor 2015 meine linke Schulter das Herzchakra gelöst hat, also das war auch eine Wendezeit, also ich komme von einer Wendezeit in die andere Welt. Heidi, wir haben schon ziemlich überzogen, wie checken wir aus? Genau, ich wollte noch die Martini fragen, ob sie noch was über Wendezeiten sagen will und dann würde ich sagen, springen wir nicht gleich ins Bett, aber doch zumindest in den Abend. Wendezeiten. Eigentlich wie die Kinder das Haus verlassen haben, da habe ich als Kind habe ich sehr lernen müssen, nein, das geht nicht. Also meine Wille musste ich immer zurückstellen. Dann in der Ehe, wie die Kinder gekommen sind, müssen wir als Frau Mutter, Ehefrau, Hausfrau, alles immer wieder zurückstellen. Das geht nicht. Und ich sage, wie die Kinder aus dem Haus waren, alles ist gegangen. Also das war für mich echt eine Wendezeit. Und dann
wenn du dann die Zeit hast, ja, dann musst du es auch damit hantieren. Ja, das ist dann auf einmal, da hast du die Verantwortung dafür. Ja, jetzt hast du keine Ausreden mehr. Also, ich habe das mit beiden Händen angegriffen und umarmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag mich darin in dieser Situation und fühle mich wohl. Und die Umgebung auch. Bei uns wächst der Staub, aber das macht nichts. Und ich liebe es, wie die Heidi. In der Kindheit haben wir auch sehr viel im Garten spielen können. Und Annalisa, ich kann, wie du, dass du keine Gymnastik hast machen wollen, keine Bewegung. Ich war das Gegenteil. Ich wollte Ballerina werden. Aber mein Vater hat gesagt, nein, mach sie nicht. Das ist nichts für dich, weil mit kurzen Röckchen zu gehen, nein, nein. Das ist nichts. Ich habe mich selber auf der Ballettschule angemeldet, als kleines Kind Kindergarten. Also das ist ein starker Wille. Ja? Aber nein, Liefje, das geht nicht, das geht nicht. Und wir mussten Hosen tragen, Hosen hatten wir an, so schwarze Trainingshose und darüber ein Röckchen. Also so brav sind wir erzogen, dass wir, weil bei einer Hose konnte man das Kreuz sehen, ja. Also muss man als Mädchen, musste man da noch ein Röckchen darüber haben, dass man das Kreuz nicht sieht. Also ich freue mich über die Wendezeit, dass ich im Alter sein darf, da ich bin. Und ja, eigentlich in der Ehe schon die ganze Zeit, aber es älter werden ist für mich sehr bequem. Wunderbar. Das war wieder sehr schön heute mit euch über ein unerwartetes Thema. Und nächstes Mal reden wir entweder über Feuer oder über Luft. Mal sehen, wie es uns dann kommt. Nicht? Termin ist schon fest. Und wollen wir noch ein ganz kurzes Checkout machen? Wer mag anfangen? Das war heute liebenswerte Lebendigkeit und Spontanität. Ich habe es voll genossen, danke. Willst du weitergeben? Gebe ich gleich an dich weiter, Heidi? Ja, okay, ich wollte eigentlich ausschließen. Also okay. wie sagt man denn das? Am Schluss? Am Schluss irgendwie, okay. Ja, ist ja auch wurscht. Aber ich kann auch was sagen. Ja, ich fand es auch sehr schön spontan. Ich bin immer sehr für Spontane zu haben, nachdem ich endlich das abgelegt habe, dass immer alles so sein hat, wie es sein soll. Nicht? Und ich genieße die Spontanität und ich freue mich, dass ihr das so schön mitmacht. Und ich gebe weiter an die Anna. Ja, ich freue mich, dass ich wenigstens die Halbzeit mit dabei war, halbe. Also das ist schon ein sehr vertrauter Kreis. Habe mich auch gefreut, weil ich das mit dem Hebräischen nicht wusste. Habe mich gefreut, die Monja so munter zu anzutreffen, weil ich also dein Satz, dass das anscheinend eben die Corona-Zeit die Stäbchen eher macht oder so, hat es mir jetzt gefreut, wo ich richtig strahlen habe sehen. Genau, und ja, also ich merke, da ist eine Verbundenheit, die wächst, finde ich schön. Danke. Ich gebe weiter an die Martini. Ja, auch ich danke Annalisa, dass du so sehr spontan das angenommen hast, dass du den Mut gehabt hast, das Thema, was du jetzt selber behandelst, mit uns zu teilen. Und dass wir einander wieder ein bisschen durch diese Selbstannahme und Liebe ein bisschen näher kennengelernt haben. Jeder hat etwas von sich gegeben und ich danke euch alle dafür. Dankeschön. Ich gebe weiter an Brigitte. Du musst dich entstummen, Birgitta. Ach so.
Jetzt bist du wieder. So, jetzt bin ich richtig, richtig, oder? Ja. Okay. Also ich wollte sagen, habt ihr mich jetzt nicht gehört, oder, was ich gesagt habe? Nee. Egal, ich habe es jedenfalls sehr nett gefunden und war nach dem ersten Erstaunen, hoppala, anderes Thema, andere Baustelle und so weiter, war sehr entspannend und ich hatte einen sehr ruhigen, strukturierten Nachmittag, weil meine Mutter, die lebt nur mehr durch die Struktur, weil das Zeitgefühl ist ja weg und ja, sie spricht in Floskeln und kann nicht dafür und ja, und das war jetzt belebend da als abendlichen Abschluss. Danke für euch allen. Und ich freue mich sowohl auf die Elemente und die Sprachen dürfen wir auch nicht vergessen. Danke, Monja, das ist eine gute Idee. Und Monja, du auch entstumm. Ja, was soll ich sagen? Das ist das Frauenfeld. Das ist jedes Mal, wenn ich eintauche, denke ich mir, ja, das ist das, was mich nähert und was mir Freude gibt und dafür danke ich euch allen sehr. Ja. Und jede kommt aus so einem unterschiedlichen Hintergrund und trotzdem kommen wir alle immer ins Gemeinsame. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Danke, Heidi, für den Raum. Bitte einmal. Ja, und wir sind ja die Frauen am Brunnen, aber wie ihr seht, ich habe euch heute den Fluss angeboten statt dem Brunnen, aber wunderbar, wir treffen uns das nächste Mal im Brunnen, in einem Monat etwa. Bye bye für heute. Bye bye.